meine früheren Karel-Shows stand ich dermaßen unter Stress, dass es für Privates keinen Platz gab. Ich arbeitete 14 Stunden am Tage, ließ das Essen aus der Kantine in meine Garderobe bringen und die Kollegen sah ich nur bei der Probe im Studio. Aber dann kam Heidelinde Weiß und wir mochten uns auf Anhieb. Bei den Proben knisterte es und bei der Sendung vergaßen wir Kamera, Publikum und was sonst alles noch um uns herum war. Und ich glaube, es wurde das lustigste Duett, das es je in meiner Show gegeben hat. Ein Loch ist im Eimer, Heidelinde, Heidelinde. Ein Loch ist im Eimer, Heidelinde, ein Loch. Dann musst du es stopfen, lieber Rudi, lieber Rudi. Dann musst du es stopfen, lieber Rudi, mach's dicht. Womit denn, Heidelinde, Heidelinde, Heidelinde? Womit denn, Heidelinde, Heidelinde, womit? Mit dem Korken, lieber Rudi, lieber Rudi, lieber Rudi. Mit dem Korken, lieber Rudi, mit einem Korken. Hä? Mit einem Korken. Korken. Ja. Schauspielerin, ha? Hochdeutsch. Ja. Da schau ich, Mann, sie. Hochdeutsch. Ich hab keinen Korken dabei. Dann so rein. Ja. Ja. Oh, ist das ein Zufall? Da liegt zufälligerweise einer da. Nein. Nein, ist das ein Zufall? Ist das unwahrscheinlich? Liegt zufällig hier. Moment. Der Korken, der passt nicht, Heidelinde, Heidelinde. Der Korken, der passt nicht, Heidelinde, zu groß. Dann mach ihn kleiner, lieber Rudi, lieber Rudi, lieber Rudi. Mach ihn kleiner, oh Rudi, mach's klein. Womit denn, Heidelinde, Heidelinde, Heidelinde? Womit denn, Heidelinde, Heidelinde, womit? Okay, ja. Hallo! Heute wird noch ein bisschen mal Beso. Mit dem Messer, lieber Rudi, lieber Rudi, lieber Rudi. Mit dem Messer, lieber Rudi, mit dem Messer. Das Messer, das geht nicht, Heidelinde, Heidelinde. Das Messer, das geht nicht, Heidelinde, zu stumpf. Hä? Zu stumpf. Hä? Stumpf. Dann schaff es, lieber Rudi, lieber Rudi, lieber Rudi. Dann schaff es, lieber Rudi, lieber Rudi, mach scharf. Wir sollen mich schelden, hoor, Rotmeid. Hä? Ja. Plempe. Kapsones. Tepatelota, tepata. Kreng. Was? Kreng. Holländisch. Saupress. Holländische Saupress. Was heißt das? Womit denn, Heidelinde, Heidelinde, Heidelinde? Womit denn, Heidelinde, Heidelinde, womit? Mit dem Schleifstein, lieber Rudi, lieber Rudi, lieber Rudi. Mit dem Schleifstein, lieber Rudi, lieber Rudi, mit dem Stein. So, hier. Der Stein ist zu trocken, Heidelinde, Heidelinde. Der Stein ist zu trocken, Heidelinde, zu trocken. Dann hol Wasser, lieber Rudi, lieber Rudi, lieber Rudi. Hol Wasser, lieber Rudi, lieber Rudi, hol Wasser. Der Brunnen ist leer, es kann Wasser mit drin. Hm? Trockener Sommerwasser. Ah, schau, was das ist. Ist das? Eine Wünschelrute. Eine Wünschelrute, ja. Damit suche ich jetzt eine neue Wasserader. Wie? Ich suche eine neue Wasserader. Du suchst eine neue Wasserader? Ja. Ah. Da. Ah! Rudi, hier ist Wasser. Ja? Ja! Das ist die Kantine da unten. Komm, hol Wasser. Ja, Wasser holen, aber hier ist der Brunnen und da ist Wasser.
Aber Rudi ist doch ein Ziehbrunnen. Ein Ziehbrunnen, natürlich, ja. Oh, hier ist der Song. Also, hol jetzt endlich Wasser. Ein Loch ist im Eimer, Heidelinde, Heidelinde. Ein Loch ist im Eimer, Heidelinde. Heute mache ich es kurz, weil die Nummer, die ich Ihnen zeigen möchte, die längste war, die ich je in einer Show hatte. Nur Joe Jackson Jr. brauchte für seine Nummer Zeit. Was er mit seinem Fahrrad anstellte, kann man nicht in ein oder zwei Minuten machen. So eine Nummer muss aufgebaut werden. Schauen Sie selbst. Thank you.
habe zwei linke Hände. Handwerklich bin ich eine Katastrophe. Deshalb bewundere ich Leute, die basteln können. Die zum Beispiel selbst ein Boot bauen, Auto reparieren oder selbst einen Campingwagen einrichten. Und es ist erstaunlich, wie viel man in so einem Ding alles unterbringen kann. Schauen Sie selbst. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, Herr Karel. Na, das ist aber eine Freude, dass Sie mal bei mir vorbeischauen. Na, ich wollte nur mal fragen, ja? Weil ich jetzt alles sehe, sind Sie ein Dauercamper? Ja, na ja, wir sind ja schon 10 Jahre am gleichen Platz, jedes Wochenende, Sommer wie Winter. 10 Jahre, warum haben Sie denn nicht sofort ein Häuschen gebaut? Wie meinen Sie das? Naja, ich meine, wenn der Wagen doch immer hier steht, warum hat er dann Räder? Ja, der muss alle 2 Jahre in die Werkstatt. Weshalb? Na, zum Reifen wechseln. Ja, und zum TÜV. Und zum TÜV. TÜV. Ja. Was kostet so ein Wagen eigentlich? Oh, 15.000, 20.000. Aber mich keine müde mag. Nein, ich habe alles selber gebastelt. Mhm. Darf ich Sie mal zeigen? Aber gerne. Wollen Sie mal von innen sehen? Ja, gerne. Darf ich mal vorangehen? Ja. Schätzchen, Barbara, wir haben Besuch. Oh Gott, ich habe ja noch gar nicht aufgeräumt. Augenblick. Darf ich vorstellen, meine Frau Rudi Carell. Der Clown vom Fernsehen, du kennst ihn ja. Du bist aber ein netter Mann. Du machst sogar einen Diener. Ja, ich habe Angst, dass ich mir den Kopf stoße. Oh, ja. Wie im Fernsehen und mein Scherz auf den Lippen. Ja, und Sie haben sogar einen Vogel. Ja. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Machen Sie sich's bequem. Ja, ja. Wenn Sie vielleicht hier am großen Tisch Platz nehmen wollen, dann... Nein, einen Augenblick, weichen Sie doch einen Augenblick auf das Sofa aus, damit ich den Haarfernseher ein bisschen zurückziehe. Ja. Sie haben das wirklich toll hier, muss ja, ich sagen. Ja, so schön, mal von zu Hause weg zu sein. Hier fühlen wir uns wie zu Hause. Wie zu Hause, ja. Bitte nehmen Sie Platz, machen Sie es bequem. Was möchten Sie denn gerne trinken? Cognac, Wodka, Gin, Whisky? Ja, einfaches Bierchen, bitte. Das ist ja das Beste bei der Hitze. Ein Frischbierchen. Babsi, ja, ja, ja. Bitte hol noch mal ein kleines Bier für Herrn Karel. Ja, hier haben wir alles da. Alles Moment, selber Augenblick haben wir gleich. So. Ja. Oh, in der Bar ist keins mehr da. Was? Nein. Deinem Eischrank. Eischrank. Ach, Moment. Haben wir sofort. Bier. Ja. So. Na, im Eischrank ist auch kein Bier mehr. Ah, na denn im Kleiderschrank. Im Kleiderschrank. Ach ja, da ist ja noch eine Flasche von Fasching. Ja. Jawohl. Danke. So. Bitte schön, Herr Karel. Danke. Wo haben wir denn den Flaschenöffner? Ja, da wo er immer ist, hinter dir im Buffet. Hinter mir im Buffet, natürlich. Wir haben ja alles da. Wissen Sie, bei uns ist alles griffbereit. Wenn Sie mal einen Augenblick aufstehen würden, ja, dann scheint es so lieb. Moment. Ja, darf ich mal geben? Ja, Moment. Das ist alles da. Ein Flaschenöffner. Dankeschön. Hokus pokus. Dankeschön. So. Darüber. Aber du sag mal, Herr Karel, trink doch nicht aus der Flasche. Ja. Wo sind denn unsere Gläser? Da, wo sie immer sind, hinter dir im Buffet. Ah, hinter dir im Buffet. Ah, Buffet. Ja, da gleich haben, eine Sekunde. Bitte schön. So, bitte jetzt. Ein Glas. Ah, ist aber eine Tour. Das ist wirklich toll, was das ist geräumig, oder? Ist doch geräumig. Danke. Ja, bitte schön. So. Zum Wohl, nicht? Danke. Zum Wohlsein. Sie haben wohl allen Komfort hier, oder? Allen Komfort, alles drin, ja. Ich habe alles selbst gebastelt. Alles selbst gebastelt. Zeig doch mal Herrn Karel hier unsere Einrichtung. Ja, also das ist unser Ofen, das ist die Abwaschspüle, hier unten eine Vorratskammer und unsere Bibliothek. Ah, und hier ist das Bügelbrett. Danke. Sie so. Haben sogar ein Tresor da. Ein Tresor? Ja, den brauchen wir ja. Oh, den braucht man ja. Oh, Camping, alle Hand geklaut. Ja. Ja, die klauen einen sogar die Luft aus den Luftkissen. Ja. Aber entschuldigen Sie, ja. Ich möchte Sie nicht länger aufhalten. Oh. Ich muss... Was? Na, das können Sie doch bei uns hier. Aber ich bitte Sie. Ist alles da. Ja? Alles selbst gemacht. Ja, alles selbst gebastelt, ja. Aber wenn Sie nur alles hier haben wie zu Hause, warum bleiben Sie dann nicht daheim? Ach, wissen Sie, immer in der Großstadt. Ja, ja, wir wollten mal andere Luft schnappen. Andere Luft, ja. Andere Luft, ja. Also das einzige Problem, was wir hier haben, ist der Campingplatzverwalter.
Moment, nicht da, nein. Also der will uns jetzt 25 Mark mehr im Monat aufbrummen. Für denselben Platz, auf dem wir 10 Jahre stehen, zum selben Preis. Und ich sage Ihnen, die Sache stinkt. Das kann man wohl sagen. Ich sage Ihnen, der kommt hier nicht mehr rein. Der einfach. Du, Liebling, mach doch mal Musik. Ha, ha. Moment, das trifft mich ja wie ein Geschoss. Musik! Ich habe ja eine dolle Stereoanlage gebastelt. Die müssen Sie ja sehen. Pass auf, Kacke! Sind das die Lautsprecher? Kack, die Lautsprecher, ja. Alles drahtlos. Pass auf, Moment. Alles. Der letzte Tango in Paris. Gefällt Ihnen die Musik? Liebling, vielleicht wollen Sie tanzen? Ja, meine Frau ist ganz verrückt auf Tanzen. Tanz doch bitte mal einen Tango. Gestatten Sie, ja. Bitte Sie, ja. Darf ich bitten? Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, macht nichts. Tap, tap, da fällt mir ein. Ich habe ja eine ganz neue Sache in Arbeit. Ich bastle im Moment ein Boot. Ein Boot, ein Hausboot. Darf ich Ihnen das mal zeigen? Ja, aber gerne. Oh, verrückt drauf. Passen Sie auf. Aber bevor wir gehen, ich möchte mal wissen, wie schlafen Sie eigentlich hier? Wir schlafen. Oh, ganz einfach. Passen Sie auf. Einmal. Hier in die Mitte ist alles geräumig, ja? Eins, zwei. Ah, da schlafen Sie unter die Nacht herbei. Sag mal, Liebling, wann kommst du denn eigentlich heute zurück? Aber Schätzchen, weiß doch Hausboot basteln. Ja. Ich will dann Karel jetzt das Boot zeigen, nach 5-6 Stunden. Na, zum Abendbrot bin ich wieder da. Gut, ja? Ja, darf ich vorangehen? Ja, bitte. Kommen Sie doch bitte. Ja, herzlichen Dank. Ich muss sagen, es ist wirklich toll, was Sie hier alles drin haben. Ja, das kann man wohl sagen. Toll. Wiedersehen. Ja. So, den Fernsehapparat vor die Tür. So, Bett hat er ja schon gemacht. Jetzt noch das kleine Kästchen raus. Ist das nicht toll, was wir alles hier haben? Ja, toller Gag. Danke, danke. Ja, okay, tschüss. Ja, hallo. Ja, was ein Gag ist, das weiß heute jedes Kind. Nur die Zuschauer fragen immer wieder, wie erfindet man Gags? Ja, manchmal durch Kleinarbeit. Ja. Nur manchmal kommen sie auch einem zugeflogen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich war auf einer Geburtstagsparty und hatte nachmittags im Fotogeschäft meine Urlaubsdias abgeholt. Und als ich so von meinem Urlaub sprach, fragte einer der Gäste, können wir die Dias mal sehen? Ist ja kein Problem, gibt es hier einen Diaprojektor. Wurde geholt, nur die dazugehörige Leinwand war verliehen. Ich sagte, kein Problem, dann projizieren wir die Dias einfach auf die Wand. Nur das ganze Haus war voll mit Tapeten mit großen bunten Mustern. Also keine weiße Wand vorhanden. Plötzlich entdeckte ich unter den Partygästen einen ziemlich korpulenten Mann mit einem weißen Oberhemd. Und er war der Einzige, der die Dias nicht zu sehen bekam, weil ich sie einfach auf seinem Rücken, auf dem Oberhemd, projizierte. Und ein paar Wochen später hatte ich eine Show mit dem Thema Kurort und konnte diesen Gag wunderbar gebrauchen für einen Sketch mit Heinz Eckner. Allerdings mit extra für diesen Gag angefertigte Fotos. Guten Tag, Herr Schuster. Tag. Entschuldige die Störung, aber ich habe ein bisschen eigenartige Geschichte. Genau vor 10 Jahren war ich in diesem Ort und ich habe hier ein paar Schuhe gebracht zur Reparatur. Und nun musste ich plötzlich wieder abreisen und ich hatte keine Zeit, die Schuhe mehr abzuholen. Und das ist eine lächerliche Sache natürlich nach 10 Jahren, aber es könnte natürlich sein, dass die Schuhe noch irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden oder im Lager rumliegen. Und es ist lächerlich nach 10 Jahren, aber... Vor 10 Jahren? 10 Jahren, ja. Wie heißen Sie denn? Karel. Karel, 10 Jahre. Ja, es waren ganz dufte Schuhe, wissen Sie. Und ich habe noch die gleiche Schuhgröße wie vor 10 Jahren. Also es wäre dufte, wenn die Schuhe noch da wären, natürlich. Das wäre ganz fein. Entschuldigung, Herr Karel, waren das braune Schuhe? Braune Schuhe. Mit so einer Schnalle oben drauf? Schnalle oben drauf. Und Eisenabsatz? Eisenabsatz. Nächsten Dienstag sind Sie fertig. Was haben Sie denn da? Oh, ich habe Aufnahmen gemacht hier. Ich bin Fotograf, Amateurfotograf. Und ich habe Dias gemacht und die habe ich abgeholt. Aber die möchte ich mich gerne anschauen. Aber ich habe leider keinen Diaprojektor. Ja, das ist auch mein Hobby. Ich habe einen Projektor hier. Haben Sie einen Projektor? Ja, habe ich zufälligerweise hier stehen. Moment. Und das ist ein Zufall? Nein, das ist ein Zufall. Das steht da. Schön. Was? Und mal gucken, ob das reinpasst. Ja? Das passt auch. Ja? Oh, ist eingeschaltet? Haben Sie eine Leinwand? Nein, die ist kaputt. Oh,
Haben Sie ein Bettlaken? Da sind Blumen drauf. Blumen? Ja, so ein Muster. Oh, Muster, Rosen. Moment, Sie haben so schönes, weißes, vom Werbefernsehen gewaschenes Oberhemd. Da geht's auch drauf. Ja? Ja. Ja, können wir mal. Sie Schütze runternehmen? Ja? Stellen Sie sich da mal hin. Geht, ja? Mal gucken, ob es geht. Nee. Er tut nichts. Oh, man, ich hab falsches. Oh ja. Ja, ich kenne dieses Gerät nicht, ja? Dann muss ich even gucken. Ja, drücken, dann. Ja, ich drücken, ja. Ich, ah, da bin ich, ja. Ah, ah, das sieht gut das aus. Sie, sieht gut aus. Ja, das sieht duft aus. Kunnen Sie even kratzen an der Nase? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann even gucken, was heb ich da denn? Ach, ich hab Sie auch fotografiert. Oh, das bin ich. Ja. Doppelkopf. Piekbube. Was heb ich da? Ah, das ist der Laden nebenan. Bauchladen ist das jetzt, ne? Oh, die habe ich für Opa gekauft. Ja, stimmt, die ja, war gut, ne? Ja, habe ich fotografiert. Hey. Hey. Und ich habe geholfen hier draußen bei der Ernte. Und es ist unserem Kollektiv gelungen, die Ernteerträge um 150% zu steigen. Oh, Moment. Machen wir so, ne? Ah, das war die erste Woche hier, das war mein Kursschatten. Die kenne ich, die Dame kenne ich, die hat noch ein paar Schuhe bei mir. Hier, Moment mal, ich muss mal gucken. Die müssen hier irgendwo sein, wo habe ich die denn? Nein, sind nicht da. Oh, das war mein zweiter Kursschatten, war das. Darf ich mal gucken? Wie? Oh. Oi, oi, oi. Oh.